Mega-Wetter in Saarwellingen, heute im Autohaus Tirol. Hier ist Marc. Grüß dich, Marc. Ja, servus, grüß dich, hi. Marc, hier sieht es heute ein bisschen anders aus als sonst bei dir. Was ist los? Ja, heute ist hier Party angesagt. Wir haben heute hier das Sommerfest mit unserem Club Seat Saarland und dessen Präsidenten habe ich hier an meiner rechten Seite. Da ist auch schon. Stell dich mal kurz vor. Hallo, ich bin der Markus, 29 Jahre jung mit Glatze. Heute bestes Wetter in Saarwellingen. Wir gehen dieses Jahr schon in die 5. Auflage von unserem Sommerfest drin. Wir konnten jedes Jahr die Besucherzahlen toppen und wie man sieht im Hintergrund, reichlich gefüllt, Soccer-Turnier läuft ganz gut. Es wurden keine Kosten gescheut, extra schöner Fußballrasen vom FC Bayern ausgelegt. Hat er gut geregelt, der Marc. Ja, Autos passen, Wetter passt, Essen passt, alles dabei, ist reichlich gefüllt. So soll es sein, also das heißt, die Veranstaltung läuft auf jeden Fall. Erzähl mal ganz kurz, was erwartet die Zuschauer heute alles hier? Also, oder die Besucher besser gesagt. Ja, die Besucher oder die Fahrzeuge und Aussteller erwarten hier viel Spaß rund ums spanische Automobil. Da wir auch keine verschlossenen Leute sind, laden wir auch Marken offen ein, egal ob jetzt Opel, Ford oder so weiter. Aber das Hauptmerkmal liegt auf der Marke Seat. Die Marke Seat ist in den letzten Jahren sehr, sehr weit nach vorne gekommen bezüglich junge Fahrer, wie den schönen Modellen Cupra, egal in welcher Variation. Der Ibiza Cupra kommt jetzt auch nochmal neu und haben viel junges Publikum. Dann unser Club Seat Saarland, auch viele neue junge Mitglieder mit allem drum und dran, Spaß am Automobil. Und da haben wir dann immer so einen Partner wie der Marc mit seinem Team rund ums Autohaus Zürich, die uns da immer alle Zeit zur Seite stehen. Ja, so. Und mein Problem als Unternehmer ist, dass ich für so ein Fest zu planen überhaupt gar keine Zeit habe. Und das macht dann der Markus und meine Assistentin, die Janika. Genau, ist nämlich doch jemand dazugekommen. Janika ist auch, hallo, grüß dich. Hallo. Ja, so ein Fest zu planen, organisieren, ganz ehrlich, wie viel Vorlaufzeit hattet ihr? Also ich habe angefangen, ich glaube, 12 Wochen, 13 Wochen. Ja, also ja, man muss ja auch alle buchen und... Okay, ganz ehrlich, wie hast du geschlafen die letzte Nacht? Zwei Stündchen, drei vielleicht. Sehr nervös. Okay. Jetzt ganz ehrlich, läuft denn alles rund auch? Ja, jetzt ja. Also ja. Bei einem Fest, wenn man von einem Fest spricht, läuft es perfekt. Natürlich hat man hier fehlt was, aber wir können es so schnell organisieren. Das ist ja unser täglich Brot, auch im Autohandel oder im Autoreparaturen. Und da sind wir gekonnte Profis drin und dann machen wir das. Und außerdem haben wir den Markus an der Seite, der hat das gleiche Motto wie ich, geht nicht, gibt's nicht, gell? Genau so sieht's aus. Es gibt immer eine Lösung für alles. Und die Besucher kriegen es nicht mit, weil, wir werden es ja gleich sehen, die sitzen da hinten und haben jede Menge Spaß. Ich würde sagen, wir stehen jetzt hier quasi vor der ganzen Veranstaltung, aber auch... Hier links gibt es was zu sehen. Was passiert hier? Also ich glaube, der Markus kann die einzelnen Abteilungen hier am besten vorstellen, da er, weil das die Tuning-Szene angeht, das alles organisiert hat. Und der Markus stellt dir mal vor, was da alles so dabei ist. Dann würde ich sagen, Markus, wir gehen mal kurz rüber mit dir. Dann erzähl uns was zur Ausstellung, die wir hier direkt bei uns sehen. Also wir haben hier Ausstellerfahrzeuge. Ja, jetzt. Wir haben hier Ausstellerfahrzeuge, die auch schon weitaus über die deutschen Grenzen hinaus erfolgreich waren. Der Safari Golf, dann hier auch... unser Pfleger, der Safari Golf, der steht auch jährlich Essen Motor Show, war auch schon beim European Tuning Showdown am Bodensee, hat da auch diverse Preise abgeräumt. Und wenn man da im Innenraum guckt, da ist alles komplett geledert, komplett alles mit Leder bezogen, schöne Nähte und ist halt schlicht, ist halt ein reiner Trailerwagen, aber hat auch schon sehr, sehr viel Preise mitgenommen. Steckt viel Detailarbeit drin, auch vom Lack her, die Felgen, Fahrwerk, da ist schon gut was dabei. Wie soll ich sagen, der Hauptsponsor von der ganzen Sache ist hier die Sattlerei Brandt. Der Herr Brandt ist gerade nicht im Hause. Das ist aber der Fahrer von dem Golf. Da fragen wir doch mal. Hallo, grüß dich. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Christian Gärtner, komme aus Schwalbach, bin 39 Jahre alt und der Golf ist mein Objekt, ja. Verrate kurz, wie kommt man zu so einem Golf? Das ist so eine geile Kiste, Entschuldigung, aber... Also eigentlich, traurig aber wahr, es ist ein Low-Budget-Projekt. Eigentlich fahre ich einen Octavia, der momentan in der Umbauphase ist. Und ja, das ist jetzt als Zweitwagen so rausgekommen. Also du willst sagen, du hattest Not und hast gedacht, okay, komm, dann bastel ich hier ein bisschen dem rum. Genau, ich habe mal gedacht, bevor ich sonntags mit Frau und Kind zu Hause auf der Couch liegen, baue ich jetzt einen Zweiergolf. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja, super. Auf jeden Fall, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Echt toller Wagen. Echt, sieht echt cool aus. Ja, auch klasse für euch dann, sowas hier präsentieren zu können. Ja klar, ja, wir haben ja auch hier rechts noch ein Objekt stehen. Auch ein bisschen was Älteres, aber auch komplett schön gemacht. Dann darf ich hier noch vorstellen, die Firma Aufbereitung Huppert.
Der Dominik, auch cooler Typ, immer im Saarland anzutreffen, auch über die Grenzen hinaus. Ja, so muss das. Dann verrat mal, woher kommt ihr denn? Wir kommen aus dem Mandelbachtal, das ist in der Nähe vom Saarbrücker Flughafen. Sind dort ansässig jetzt schon seit 7 Jahren. In der Kfz-Aufbereitung, Kfz-Versiegelungen, Innenraumpflege und sind heute hier zu Gast mit unseren Pflegeprodukten, auch in Beratung und haben mit der Sattlerei Brandt hier einen schönen großen Stand aufgebaut mit ganz vielen schönen, tollen alten und modernen Autos. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz gelungenes. Ganz genügende Geschichte für dieses Event. Absolut. Pflege, ganz schnell, hier stehen ein paar Sachen. Was kannst du denn so spontan empfehlen? Also spontan empfehlen, es gibt ganz viele tolle Produkte auf dem Markt, aber wir arbeiten mit der Firma Kochchemie. Firma Kochchemie ist ein großer Hersteller, der auch für einen gewerblichen Bereich macht. Ich kann nur empfehlen, jeder, der schon mal Kochchemie benutzt hat, kommt nicht mal davon weg, auch wenn das jetzt ein bisschen Fremdwerbung ist, hier auf dem Nigrin-Event. Aber ich muss halt wirklich sagen, seit 7 Jahren treuer Kunde bei der Firma Kochchemie und jeder, der bei uns ist, wird auch irgendwie bei uns gehalten. Super, okay, das wunderbar, wieder was gelernt auf jeden Fall und jetzt schauen wir noch ein bisschen uns weiter um. Dankeschön. Ja, dann das nächste Fahrzeug, ein Pickup, war auch dieses Jahr vor Ort am Bodensee, European Tuning Showdown. Leider früh ausgeschieden, aber kommt halt immer drauf an. Wir hatten da Fahrzeuge, die vor 20 Jahren den Fußstapfen reingesetzt haben. Die gingen auf die Elektromobilität. Ist halt immer so ein Problem. Wie sieht's aus? Elektromobilität, Autotuning und so weiter und so fort. Aber ja, man sieht, dass sich da auch Fahrzeuge durchsetzen, die in der Elektromobilität sind oder halt so diverse Hot Rods, was schon ein bisschen älter ist. Also es läuft ganz gut. Der Jan Brandt, ist er noch da? Nee. Er macht Bewertung, aber auch wieder ein Werk von der Sattlerei Brandt. Hier auch diverse Sachen geledert. Man kann auch mal ruhig in den Innenraum gucken. Ist auch gut was dabei. Da ist schon mächtig Arbeit drin. Von früh bis spät. Also ich weiß nicht, wie oft der Mann sich schon die Finger mit der Nadel selber durchschauen hat, aber er liebt seine Arbeit. Das macht er ganz gut. Und die Firma Sattlerei Brandt ist anzutreffen in Spiesen-Elversberg, Hauptstraße Richtung St. Ingbert. Haben wir auch einen guten Fang gehabt, hat das zweite oder dritte Mal einen Stand bei uns und ja, ist jedes Jahr gerne wieder gesehen, kommt, wenn man fragt, bist du dabei, natürlich dabei und ja, wir haben heute noch eine fette Tombola, da hat er auch seine Gewinne dabei gemacht, also bei uns ist die Devise, vom Fest geht keiner leer nach Hause, jeder soll Spaß haben, soll nach abends, also abends heimkommen und sagen, das war wieder ein toller Tag und deshalb reisen wir uns da quasi einmal im Jahr den Allerwertesten auf, um unseren Gästen und ja, Autotunern, Liebhabern von Autos und Freunde der spanischen Autokultur was zu bieten. Ich kann mir vorstellen, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier keiner traurig nach Hause geht, ist gar nicht leer, sei es mit vollem Magen oder auch mit vollen Taschen, weil zur Tombola kommen wir gleich noch. Ja, Marc, auf jeden Fall ordentlich was aufgefahren hier heute. Ja, also wir versuchen das ja jedes Jahr irgendwie nochmal zu ändern oder auch zu steigern und was anderes zu machen, dass immer wieder die Leute auch hierher lockt. Und ich glaube, das ist uns dieses Jahr wirklich richtig gut gelungen, weil wenn man so sieht, was hier los ist, hier geht richtig der Punk ab, gell, Markus? Wohlgemerkt, wir sind noch gar nicht auf der Hauptveranstaltung, wir sind ja quasi ja, dahinter mehr oder weniger. Ja, also jetzt sind wir auf der linken Seite vom Autohaus, wo die ganzen Tuning-Fahrzeuge dann stehen, wenn sie aus der Bewertung rauskommen. Die Bewertung findet hinten in der Karosserieabteilung statt, dass die Bewertungsfahrzeuge nicht ganz Zeit in der Sonne stehen müssen und auch die Bewerter dann dementsprechend nicht in der Sonne stehen müssen. Und auf der linken Seite geht es dann ums Autohaus rum und dort ist dann auf der rechten Seite ist erst richtig die Traffic und die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Aber bis wir dort sind, ist auf dem Weg sind natürlich noch das ein oder andere zu sehen. Ne? Ich würde gerade sagen, da kommt der Markus wieder ins Spiel und erklärt uns, was denn hier, wer denn noch alles hier ist. Ja, also unser Partner, die Orient Lounge in Lebach, die uns im Winter immer schön Wärme schenkt, weil wir treffen uns jeden Freitag zu unserem Stammtisch in Lebach am McDonald's, also gegenüber davon. Und ja, mit Ilvan und seiner Crew haben wir einen guten Fang gemacht. Wir sind ja immer da. Sieht entspannt aus auch. Ja, ja. Also gut, es kommt jetzt noch heute Nachmittag, wenn die Sonne dann hier weg ist. Da können die Leute hier ganz bequem sitzen, Shisha rauchen, ein bisschen entspannen. Muss ja auch mal sein. So ein Autotreffen ist ja nicht immer nur was zum Anstrengen. Also wo man sich anstrengen muss, das muss auch ein bisschen entspannt sein. Und ja, die Jungs sind schwer entspannt. Übrigens Gruppensieger bei der Soccer Arena, haben sie gut gemacht. Ja, Gratulation. So sieht's aus. Und ja, sind jetzt auch schon das 4. Jahr in Folge da und das kommt ganz gut. Also so ein Event kann halt immer nur leben dadurch, dass man dann auch viel Vielfalt hat von Ausstellern und auch bezüglich Essen, Eis, Getränke, Cocktails. Ja, und das macht das halt immer sehr, sehr bunt. Und ja, jetzt haben wir auch in diesem Jahr noch eine gute Kundin von Marc. Die wollte dann auch mal hier ihren Schmuck verkaufen und so Accessoires, das, was die Frauen Herzen höher schlägen lässt. Ja, da können wir ja mal hingehen.
Und wir hören auch im Hintergrund schon die Musik. Es wird etwas lauter, aber hier ist noch was zu sehen. Oh, haben wir ganz vergessen. Unsere Live-Fahrzeugfolierung. Die Firma Dualwerbung macht auch in jedem Jahr hier bei uns ein Fahrzeug. Kann man auch mal direkt nachgucken, wie es läuft, wie das so macht. Er ist voll hochkonzentriert, voll dabei. Er macht jetzt so, als wäre man nicht da. Genau. Hallo, Tag. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Hi, ich bin der Alex von der Firma Dualwerbung. Und wir machen heute hier eine Folierung für das Auto aus Zürichl. Haben wir schon soweit vorbereitet bei uns in der Firma. Und machen heute quasi das Finish hier. Okay. Ne, wie man sieht. Wo wird genau was gemacht? Also das Auto war vorher silber. Das kann man noch auf der anderen Seite mal sehen. Können wir mal kurz rübergehen? Genau, wir gehen mal jetzt rüber auf die andere Seite. So, und wie wir hier sehen, ist das Fahrzeug eigentlich soweit fertig, jetzt bis auf die zwei Türen. Die sind auch silber, das war die Grundfarbe vom Fahrzeug. Und wir haben es halt auf Kundewunsch in diesem Braun gemacht. Okay, und das wäre dann hier, du hast schon gesagt, gefinished, live vor Publikum. Genau, so ungefähr, genau. Also die Leute können uns dabei zugucken, wie wir das machen, weil viele können sich gar nicht vorstellen, wie das eigentlich funktioniert. Und so können sie sich einfach mal zugucken und sich einfach mal Einblicke darin. Ja, und wahrscheinlich auch für dich was anderes, weil ich denke mal, nicht jeden Tag guckt jemand auf die Finger, wenn du sowas machst. Nee, nicht jeden Tag, aber es kommt doch tatsächlich öfter mal vor. Super, dann. Ja, viel Erfolg später und Dankeschön. Dankeschön. Ja, klasse Sachen hier geboten. Auch wieder was zum Zugucken, was zum Lernen, was zum, ja, jetzt vielleicht Inspiration kriegen. Jetzt gehen wir mal zu den Damen. Genau. So, jetzt sind wir bei der Mädels. Was Hallo. Haben wir denn Schönes? Ha? Ja, gut. Wir sind ja nicht am Friedhof hier, ne? So, hallo, grüß dich. Magst du mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Ute. Ich bin von der Firma De Costa. Ist ein Anbieter von hochwertigem Schmuck, den man sowohl heute hier live vor Ort kaufen kann, beziehungsweise über Schmuckpartys oder online. Das ist jetzt nur Schmuck für die Damen oder auch was für die Herren dabei? Herren sind ein bisschen dürftig vertreten. Da gibt es so in Leder so einige Kleinigkeiten, also hauptsächlich für Damen. Also gibt es auf jeden Fall einen Grund, sowohl für die Damen als auch für die Herren hier vorbeizukommen, zu gucken und mit Schmuck. Oh, ein kleines Spiel hast du auch hier. Ja, man kann sich am Glücksrad einen 30-Euro-Gutschein für seine nächste Schmuckparty sichern oder auch kleine Geschenke. Klasse. Ja, dann viel Erfolg hier und ganz viel Spaß. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Jetzt sind wir eigentlich da, wo das Hauptgeschehen gerade stattfindet, das Fußballturnier. Ja, also hier haben wir jetzt die Live-Bühne für die Band, oder die Live-Bühne, die Bühne für heute Abend, die Live-Band, so rum wollte ich sagen. Hier ist dann der Bierstand, die Soccer-Arena, ein Zelt, weil es doch verdammt heiß ist. Wir haben über 33 Grad, dass wir ein kleines bisschen Schatten spenden können für die ganzen Fußballaktiven und die zugucken. Und dann im Hintergrund die Soccer-Arena. Gehen wir doch mal rüber, schauen mal zu. Wie viele Teams spielen heute? Es sind 13 Teams, die spielen. So, natürlich spielen die todernst, natürlich nur mit Sieg und jeder will gewinnen. Nein, um was geht's denn? Ja, also wir haben da verschiedene Preise, die wir ausloben. Aber die genauen Preise, das müsste man nachher bei der Siegerehrung gucken. Das hat alles meine Assistentin gemacht, da bin ich gar nicht auf dem Laufenden. Ein Dankeschön gibt's ja, auf jeden Fall. Genau, ein Dankeschön an die Annika. Ja, die fragen wir gleich noch, was es denn als für Preise gibt. Ihr zwei, also ich glaube, Markus, du bist auf jeden Fall auch im Spielen. Ich bin auch am Spiel, das sieht man. Also egal, was zu machen ist, ich mache alles, gar kein Problem. Immer das Beste für das Team. Ja, wir haben auch gesagt, dieses Jahr kommen wir mal in eine Mannschaft. Es geht hier auch um Spaß. Falls wir halt die obersten Positionen belegen und halt auch einen Gewinn erwirtschaften, spenden wir diesen an unsere Aktion, die wir jedes Jahr machen, Radio Salü Sternregen. Ja, das ist für uns immer ganz wichtige und ganz gute Sache, da so ein Projekt zu unterstützen. Und ja, bis jetzt sieht es so aus, dass wir gut dabei sind. Wir haben da jetzt quasi den Gruppensieg gemacht in der Gruppe A und dann müssen wir mal gucken, was nachher noch passiert, ob wir da noch gut weiterkommen und ja, der Marc. Oh, genau, und der Marc spielt nicht. Warum? Ja, das hat mehrere private Gründe. Also ich habe von klein auf Fußball gespielt, aber ich hatte mal einen schweren Motorradunfall und bin körperlich so lidiert, dass mir das hier mit Sicherheit 2-3 Wochen Krankenschein einbringen wird und als Selbstständiger geht das leider nicht. Aber die Ausrede ist gut, oder? Ja, gut, da hat er sich schon was dabei gedacht. Ne? Ja, gut, ich meine, wenn man so Verantwortung am Fuß quasi hat, ne? Weil auf den Füßen kommt er jeden Tag zur Arbeit und
Ja, als Geschäftsführer hat man natürlich immer auch die Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter und der will dann natürlich auch nachkommen, ne? Ist ja ganz klar. Aber hier geht es auch einfach um den Spaß dabei sein und einfach gute Laune haben. Ja, genau so. Also es sind ja überwiegend Hobbymannschaften, da wird wahrscheinlich ein oder andere Profi mit Sicherheit inzwischen sich gemogelt haben. Aber das sind Hobbykicker und hier geht es rein um den Spaß und ums Trinken. Also die haben schon vorm Spielen getrunken. Habe ich bei Fußball auch noch nicht erlebt, aber die sollen Spaß haben, ist mir egal. Du hast gerade eben gesagt, 33 Grad, da muss man ja auch viel trinken. Da muss man viel trinken und was sie trinken, ist ihre Entscheidung halt. Und auch um dich nochmal zu entschuldigen, auch wenn du selber nicht spielst, aber du hast natürlich ein eigenes Team, das dann quasi für dich spielt. Natürlich, natürlich gibt es ein Team, das Autohaus Zürrl. Das wäre ja peinlich, wenn wir kein eigenes Team stellen würden. Ne? Die Organisatorin ist wieder da, Janika. Was sind denn die Preise in der, ja, hier beim Fußballturnier? Also der erste Preis sind 300 Euro, der zweite Preis 200 Euro und der dritte Preis 100 Euro. Oh, das ist ein toller Preis auf jeden Fall. Ich sag mal an. Und jede Mannschaft bekommt nachher noch ein Fässchen Bier von uns. Da steht original Teile-Logistik drauf und original Öl. Also sie können nachher mit Bier noch richtig ölen. Perfekt, das ist ein cooles Gimmick auf jeden Fall dann und ein schönes Andenken dann an die ganze Aktion heute hier. Ja, klasse. Ja, und auch hier nebenan in der Halle gibt es was zu sehen, zu staunen, zu... Was gibt's hier? Ja, also hier ist normalerweise unsere Karosserieabteilung auf der rechten Seite, beziehungsweise von dir aus gesehen links. Und auf der anderen Seite gegenüber unser Reifenhotel, wo, sage ich mal, die Winterreifen Urlaub machen. Noch sind sie im Sommerurlaub, aber ja nicht mehr lange. Und dann ist hier die exklusive Fahrzeugbewertung. Und hier gibt es verschiedene Szenarien und verschiedene Themen, nach was die Fahrzeuge bewertet werden. Und dazu fragen wir am besten den Markus, der ist da nochmal der Tuning-Profi. Genau, zum Glück bist du noch da, da fragen wir dich direkt, nach was wird bewertet? Also, die Fahrzeugbewertung geht halt ausschließlich darum, Sauberkeit des Autos, was macht das Auto her, was wurde verändert, Felgen, Fahrwerk, Folie, Auspuff etc. pp. Wir haben jetzt hier ein Modell Seat Leon Cupra 290. Leistungsgesteigert auf 360 PS, 3 Zoll Klappe-Auspuffanlage ab Turbo, hat ein ST-Gewindefahrwerk, Riga Frontansatz, Riga Heckschürze, 3D-Kennzeichen. Soweit ganz schnieke, macht gut was daher. Und der junge Mann, der Herr Müller, probiert jetzt hier gerade sein Glück, ob er halt vielleicht eine Trophäe abräumt. Wollte ich gerade fragen, also auch dafür gibt es was, ich sag mal, zu gewinnen. Ja, klar. Wir haben Auszeichnungen für Seat Boys 1, 2 und 3, Seat Girls Platz 1, 2 und 3, sonstige Fahrzeuge 1, 2, 3, weil wir vorhin schon gesagt haben, dass wir hier auch anderen die Chance geben, außerhalb der Marke Seat, auch sagen wir VW oder Skoda, dass die da auch einen Gewinn beinehmen können. Dann haben wir die höchste Laufleistung, weiteste Anreise, dreckigste Karre, sauberste Karre, tiefste Karre und höchste Karre und so weiter und so fort. Und Pokale haben wir uns auch entschieden. Pokale kaufen kann jeder. Wir machen jedes Jahr seit Anfang der Zeit, wir gehen jetzt in die fünfte Auflage, unsere Pokale selber. Also da ist hier Männerschweiß und Frauenschweiß dabei. Sehr, sehr hochwertige Pokale und ja, das treibt die Leute auch jedes Jahr wieder an, hierher zu kommen, um sich diese Trophäe zu sichern. Und das sehen wir dann heute Abend bei der Pokalvergabe, was es da Schönes gibt. Da fragen wir auch trotzdem mal nach. Hallo, grüß dich. Wie schätzt du selbst deine Chancen ein auf eine Trophäe? Also ich schätze jetzt selber nicht so stark ein. Wie gesagt, ich bin ziemlich Serie unterwegs. Ich habe nichts gemacht, keine Folie, so aufwendig wie da draußen. Von daher, aber ich mache gerne. Das ist ein bisschen traurig. Ach Quatsch, ich mache gern mit. Ich meine, das ist alles für einen guten Zweck. Genau, es geht ja um den Spaß hier heute und dabei sein. Genau, so sieht's aus. Super, dann viel Spaß noch hier. Ja, jetzt hören wir uns mal an, wie das Schätze hier rausläuft. Ha? Ja, da wollte ich gerade sagen, das hören wir und schauen wir uns mal an. Geil. Nee, bloß nicht. Einfach geil, diese Seat. Einfach geil. Wenn man nur wüsste, ob man die kaufen könnte, ne? Ja, also wenn du es nicht weißt, wer soll es dann wissen? Dann logischerweise bei mir, bei mir. Ja, Marc, du hast schon gesagt, Getränke sind jede Menge gekühlt, auch ans Essen ist gedacht. Also hier kommt wirklich jeder voll auf seine Kosten heute. Auf jeden Fall. Also vom Essen her, wir haben Back to Smoke da mit ihrem legendären Foodtruck. Hier werden Anreisestrecken von 50, 60 Kilometer gefahren für einen Burger dieser Art zu essen. So gut sind die. Wir haben natürlich, weil wir sind richtige Saarländer, wir haben natürlich auch Schwenker und die klassischen Würstchen. Bockwurst, Rostwurst und nachher Käsegrille haben wir gemacht. Und dann gibt es eine Cocktailbar, Bier und natürlich die klassischen Getränke, was es alles so durchweg gibt. Und Eismann haben wir natürlich auch da. Und das Allerwichtigste, ich habe fast vergessen,
nach bei dem ganzen vielen Spaß und Akt-Action hier, Fußballspiel und Essen. Man kann auch sogar Autos gucken bei dir. Ja, wir haben natürlich durch die Masse an Tuning-Fahrzeugen fast unsere ganze Fahrzeugflotte müssen wegnehmen. Wir haben aber von jedem Modell eins da stehen, sodass ein Interessierter dann auch noch gucken kann. Und auch mein Verkaufsteam ist komplett vor Ort und man kann quasi auch noch beraten. Also das geht schon heute, ne? Auf jeden Fall. Ja, da frage ich dich nochmal. Die Aktion läuft. Du bist rundum zufrieden? Ja, läuft. Alles gut. Okay, hast also einen Tag. Sogar das Wetter haben die zwei ja richtig gut bestellt. Die haben guter Draht zu Petrus. Das fünfte Jahr, geiles Wetter. Wenn es nächstes Jahr genauso ist, wer soll es aufhalten? Als weiter, immer voran. Markus, ja, du bist gleich wieder im Einsatz, du spielst gleich wieder? Na klar. Immer feuerfrei. Wir wollen hier heute noch einen Sieg holen, ne? Wollte ich gerade fragen, ihr gewinnt auch. Ja, soweit die Füße tragen. Wie gesagt, es ist ein Spaßturnier. Wir machen damit, soweit unser Talent reicht. Und ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Und hoffen wir, dass wir da heute Abend noch was machen. Aber der größte Erfolg für uns oder uns drei jetzt hier zum Beispiel ist, dass der ganze Platz voll ist. Die Leute haben Spaß. Das ist für uns der größte Erfolg. Und ja, das wenn war die auch Leute das Ziel. Gut nach Hause gehen und haben Spaß gehabt, ist das alles perfekt. Also das Ganze steht unter einem Zeichen. Man soll die Marken kennen. Man soll die Marke Seat kennen. Man soll die Marke Cupra kennen. Man soll die Marke Seat Saarland kennen und die Marke Cyrul. Und deswegen machen wir so eine Party und für nichts anderes. Nur Spaß haben. Ja, yeah. Perfekt. Ja, Marc, jetzt muss man eigentlich sagen, schade für die, die sich das Ganze jetzt angucken und nicht dabei waren, da kann man einfach nur sagen, Pech gehabt beim nächsten Mal. Bis morgen früh, bis wieder hell wird, ne? Aber bis wir das ausstrahlen, ist leider der heutige Tag vorbei. Und nächstes Jahr gibt es 6.0, logischerweise. Richtig, also immer darauf achten, auf die Werbung, wenn da die nächste Aktion startet. Marc, aber auch sonst kann man vorbeikommen bei dir, bei euch, sich die Autos anschauen, sich beraten lassen. Mit einem Seat vielleicht von dir bald hier durch Saarlandstraßen fahren. Verrate ganz kurz, wo man die findet. Also, wir sind mit zwei Betrieben am Standort. Einmal in Saarlouis, in der Fasanenallee 48. Und hier dem Standort, wo wir heute die Party hier rocken. Das ist die Karl-Friedrich-Gauß-Straße 2 in Saarwellingen. Nicht weit von Saarlouis entfernt. Perfekt. Einfach vorbeikommen, sich beraten lassen. Und vielleicht dann bald mit einem Seat oder Cupra durch Saarlandstraßen fahren. Ihr drei, vielen Dank. Noch ganz viel Spaß heute und viel Erfolg beim Fest. Ja, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.